Gut, wieder Kombinatorik und dieses Mal macht die Kombination der Kombinatorik alle Ehre. In diesem Fall ohne Wiederholung. Wiederholung, ich erinnere nochmal, wenn ich hier so einen ollen Pott habe, manche sagen gerne Urne dazu, ne, wo irgendwas drin liegt, irgendwelche Gegenstände und ich ziehe sie raus und ziehe sie leer, wäre es eine Permutation und wenn ich sie wieder reinschmeiße, ist es eine Wiederholung. Also das, jetzt geht es um ohne Wiederholung. Jetzt gehen wir wieder zur Permutation zurück. Und zwar, wir fangen mal wieder mit dem, wir machen mal ein 3 aus 5er Lotto. 3 aus 5, nicht 6 aus 45, wird zu groß, sondern 3 aus 5. Und zwar, 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Möglichkeiten. A, B, C, D, E. Und ich mache das so ähnlich wie eben hier, eine Variation und eine Wiederholung. Ich ziehe nicht alle raus, sondern ich sage, ich ziehe raus, und zwar 3 aus 5. Dann sieht das wie folgt aus. Zu Anfang sieht es genauso aus. Dann sage ich, okay, 5 mal 4 mal 3, also Omega, oh Gott. Omega ist 5 mal 4 mal 3. Aber jetzt ist mir das Schnuppe, wie die Reihenfolge wirklich ist. Das heißt also, ich teile den ganzen Mist durch. Wie viele Varianten, wenn ich die rausgezogen habe, habe ich dann nämlich? Wie viele unterschiedlichen Varianten habe ich? Und jetzt ist die Frage, wenn ich dann drei Kugeln rausgezogen habe, lass sie meinetwegen B, C, E heißen, wie oft kann ich diese Dinger, wenn sie draußen liegen, die anderen sind noch in meinem Pott drin, wie oft kann ich die vertauschen? Das wissen wir, das ist drei Fakultät, nämlich sechsmal. Und jetzt sage ich einfach, ich teile dieses 5 mal 4 mal 3 durch 3 Fakultät. Das ist aber noch keine schöne allgemeine Formel. Das macht jetzt keinen Sinn. Sondern, jetzt müssen wir nochmal einen Rückgriff machen, deswegen habe ich das jetzt gerne hier angehängt. Guckt mal hier, was wir hier gemacht haben. Hier haben wir gesagt, hier oben ist es. Hier haben wir gesagt, 5 Fakultät, wir haben einfach mit 2 mal 1 erweitert, durch 5 minus 3 in Klammern Fakultät. Und wenn ich das noch dazu schreibe, dann habe ich eine allgemeine Formel, die sehr gut funktioniert. Ich sage also, meine allgemeine Formel, Omega zu ermitteln, ist in diesem Fall, also n Fakultät, ich zeige es dann gleich nochmal am Beispiel, hier mal 2 mal 1 mal 2 mal 1. Das war das gleiche Verfahren, bis auf dieses zusätzliche hier 3 Fakultät. War es das gleiche Verfahren, indem ich sage durch n minus k in Klammern Fakultät. Und hier vorne schreibe ich hin, ich teile aber nochmal zusätzlich durch K-Fakultät. Das ist wieder die Formel hier. Wie hatte ich denn die vorhin umrahmt? Oh, hier, mit Lilla. Aber jetzt noch nicht groß, keine bunten Sachen machen, sondern einfach bloß nochmal mitdenken. Wir diskutieren das nochmal durch. Ich wiederhole nochmal. Kombination und Wiederholung heißt, ich ziehe zum Beispiel 3 aus 5 und mache das genauso wie bei der Variation ohne Wiederholung. 3 aus 5. Ich rechne eigentlich bloß 5 mal 4 mal 3, aber durch den Trick des Erweiterns kann ich mir eine allgemeine Formel basteln. Und ich teile in diesem Fall, weil mir die Reihenfolge Schnuppe ist, denn die Beispiel B, C, E gezogen, diese rausgezogen, die kann ich so hinlegen, dass das B zuerst liegt und ich dann nochmal E und C vertausche oder. Also ich habe nochmal drei Fakultätmöglichkeiten, die untereinander hinzulegen. Das heißt, wenn mir die Reihenfolge wie beim Lotto wirklich egal ist, dann teile ich also nochmal durch die Anzahl der Möglichkeiten, wie ich es hinlegen kann, wie die Reihenfolge der gezogenen Kugeln ist und ich bin fertig. Das angewendet auf 6 aus 49 heißt, wie viele Möglichkeiten habe ich? Und jetzt wissen wir auch, warum die Formel so sein muss. Also 6 aus 49. Dann sage ich, Omega ist gleich. Und zwar einfach 49 Fakultät geteilt durch. Jetzt kommt meine Zahl, mein K, 6 Kugeln, 6 Fakultät, mal in Klammern 49 minus 6 in Klammern Fakultät. Das kann man leicht aufdröseln und das macht mal als Übung. Das macht mal bitte als Übung so wie hier in diesem Beispiel hier. Wie in diesem Beispiel. So aufdröseln, entweder so gleich. Oder erst so, aber das dürfte bei 49 Kugeln ziemlich schwer fallen. Vielleicht kann man das ein bisschen abkürzen. Ich lasse dieses Beispiel mal stehen und ihr bastelt das um auf die Variante 49 Fakultät durch 6 Fakultät mal in Klammern
was ihr da seht. So, das umbasteln, also diese Formel so einsetzen, umbasteln, hinschreiben und das auf 49 bezogen. So, jetzt haben wir das, haben wir uns vorgenommen, das mal ein bisschen leichter zu schreiben. Ich lasse mal die 6 Fakultät hier vorne stehen und wir kümmern uns erstmal hier drum. Das ist 43 Fakultät, ne? Die Klammer ausgerechnet ist 43 Fakultät. Wenn ich den Trick anwende, so wie hier, und sage, in diesem Fall habe ich gesagt, 10 Fakultät durch 7 Fakultät kann ich noch alles einzeln hinschreiben, kostet Zeit. Wenn ich aber sage 10 Fakultät und ich habe unten 7 Fakultät stehen, dann sage ich 10 mal 9 mal 8 mal und jetzt erspare ich mir den Rest hinzuschreiben, so wie hier im Gelben. Und sage einfach 7 Fakultät. Machen wir das mal. Dann wird nämlich klar, weshalb die Formel so und so lauten muss. Machen wir das. Omega ist gleich. Hier unten habe ich eine 43 Fakultät stehen. Also sage ich 49 mal 48 mal 47 mal 46, das bleibt mir nicht erspart, mal 45 mal 44 mal 43 Fakultät. Jetzt können Sie mich gerne haben, denn jetzt mache ich einen Strich drunter. Hier unten steht nämlich meine alte 43 Fakultät und die kann ich komplett wegkürzen, sodass meine Aufgabe heißt, wenn ich das gekürzt habe, hier durch 43 Fakultät ist 1, durch 43 Fakultät ist 1. Jetzt muss ich bloß einen Taschenrechner tippen. 49 mal 48 mal 44 und das Ganze durch 3 mal 2, 6 mal 5 mal 4 mal 5. Ich könnte auch noch was machen, vorher kürzen, damit die Zahlen nicht ganz so groß werden. Hier gibt es eine Frage. So, und jetzt das Ganze in den Taschenrechner eingetippt und jetzt kommt ein ganz berühmter Wert raus. Das ist nämlich die Standardaufgabe schlechthin. Irgendwas mit 13 Millionen und so weiter und so fort. Das lasse ich mir jetzt mal diktieren und schreibe es hin. Schön, jetzt haben wir die Zahlen. Jetzt gucken wir mal, Tausender-Trennzeichen hier einfügen. Uiuiui, das sind ja 13 Millionen, fast 14 Millionen Möglichkeiten. Das ist natürlich bitter und böse, denn jetzt könnte ich sagen, und ich möchte mal wissen, wie groß ist die Möglichkeit, dass ich einen Sechser, ohne Zusatzzahl erstmal, dass ich einen Sechser ziehe und die ist 1 durch, und jetzt kommt die Anzahl durch knapp 14 Millionen, ungefähr. Nur nebenbei, man wird in Deutschland eher von einem Blitz erschlagen, als dass man einmal einen Sechser im Lotto hat. Oh, ich ziehe einen Sechser im Lotto vor, ist klar, ne? Aber also rund 1 durch 14 Millionen ist die Geschichte. Jetzt könnten wir ein Schullotto erfinden und können sagen, wir ziehen 3 aus 10 oder weiß der Kuckuck was. Machen wir das Beispiel mal, und zwar Schullotto, das machen wir glaube ich auch mal. Und nehmen dafür unsere Klassenkasse ein. Und zwar 3 aus 10. Das hört sich so schön fair an. Die Gewinnchancen sind doch och, ideal. Ne? Wollen wir mal sehen. 3 aus 10. Rechnet das mal aus mit dieser Formel wie eben. Ich nehme mal die abgekürzte Variante. Zu Anfang habe ich also Omega ist gleich 10 mal 9 mal 8 Möglichkeiten. Ich kürze das jetzt mal ab, ganz bewusst. Und teile dann nochmal durch 3 Fakultät, also durch 3 mal 2 mal 1. Jetzt kann ich hier ein bisschen rumkürzen, das kann ich auch im Kopf machen. 10 mal 9 mal 8 ist 702. Ach komm, wir kürzen mal. Das sieht nicht so schlimm aus. Ist 1, ist 4. Und die 3 kann man auch noch kürzen. Und dann haben wir 3. 10 mal 3 ist 30 mal 4, 120 Möglichkeiten, genau. Ergibt 120 Möglichkeiten. Mit anderen Worten, man könnte so ein Schullotto aufbauen, das wäre sogar ganz nett. Wenn ich das ausführlich rechne, dann ergibt sich auch nichts anderes. Bloß, dass es dann heißt, 10 Fakultät durch 3 Fakultät mal in Klammern 10 minus 3 Fakultät. Das könnte man auch machen. Das war die abgekürzte Variante aus der Logik, wie ein Schüler heute schon mal probiert hat. Aber ausführlich klappt es auch. Bloß, das kann jeder jetzt zu Hause selber rechnen. Ich meine ausführlich mit dieser Formel hier. Hier, diese Formel mal anwenden. Auch auf das Schülerlotto oder Schullotto. Und dann kommt man immer noch auf eine Möglichkeit. Die Probability von 3 Richtigen eines Dreiers ist also 1 zu 120. Und jetzt kann man sich überlegen, wie viel man Geld nimmt und wie viel man theoretisch ausschüttet. Gut, aber alles ist ja schön und gut. Es nützt nichts. Ich glaube, wenn ich jetzt mal den ganzen Kram hier zusammenfasse. Zusammenfassen meine ich. Jetzt haben wir hier die Permutation. Und zwar leerziehen bis zum Abwinken, ohne zurücklegen. Dann gibt es mit zurücklegen irgendwas. Hier, dann wäre
die Variation mit zurücklegen. Dann haben wir hier noch eine Variation ohne Wiederholung, also ohne zurückzulegen. Dann gibt es auch eine Permutation mit mehreren Möglichkeiten und so weiter, eine Kombination ohne Wiederholung. Was ist denn das? Dann gibt es ja auch eine Kombination mit Wiederholung. Und dazu mache ich im nächsten Video eine Übersicht und mit der Übersicht werden wir uns dann jedes Mal rantasten. Das wird einfach schneller gehen. Hier gibt es noch eine Frage. So, doch, alle Fragen soweit beantwortet. Ich schließe dieses Video hier ab und wie gesagt, versprochen ist, dann kommt hier der Link hin. Wie kann ich den ganzen Kram so zusammenfassen, dass ich eine Übersicht habe, mit der ich mich durch dieses Geschehen durchwursteln kann. Und zwar viel leichter und viel schneller, denn im Tafelwerk haben wir solche schönen, haben wir diese Übersicht blöderweise auch nicht. Also, das Video ist dicht.